Wenn rausgehen verboten ist, außer zum Einkaufen, dann holt euch jetzt nochmal einen extra Vorrat Energy Drinks, denn hier kommen 10 Videospiele, die ihr spielen könnt, wenn ihr dank der Quarantäne zu Hause bleiben solltet. Das hier ist übrigens von meiner Warte aus kein Ranking, also Platz 10 ist nicht gleich besser und cooler als Platz 1. Also schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, was? Du hast auf Platz 2 das, anstatt auf Platz 5? Let's go. Nummer 10, Total War. Hier spreche ich nicht ein bestimmtes Total War an, das kann jeder entscheiden, wie er mag. Zum Beispiel, ich hätte hier genommen Total War Rome 2 oder Total War Warhammer. Für mich ein Spiel, wo man wirklich viel Zeit reinstecken kann, wenn man das möchte. Allein die Kampagnenkarte, die Kampagne spielen, dauert schon etwas länger. Vielleicht auch mal den Multiplayer. Für alle, die gern Schlachten spielen, hier Platz 10 mit Total War. Nummer 9, Grand Theft Auto 5. Ja, man kann auch verschiedene GTA-Teile aufzählen. Ich persönlich nehme hier aber den fünften Teil, da wir so viele Möglichkeiten haben. Entweder wir spielen zum 50.000. Mal nochmal die Story-Missionen durch, holen uns irgendwelche coolen, lustigen Cheats und machen einfach irgendeinen Blödsinn im Singleplayer, oder aber wir suchten richtig kräftig in den Online-Modus rein. Da sind quasi eigentlich keine Grenzen gesetzt, deswegen GTA 5 die Nummer 9. Da wir ja momentan leider auch nicht in irgendwelche Freizeitparks fahren können, bauen wir den doch einfach mal selber. Nummer 8, Planet Coaster. Für mich eine richtig geile Simulation. Erinnert mich das so ein bisschen an Rollercoaster Tycoon so von früher, bloß mittlerweile einfach besser umgesetzt. Deswegen auf Platz 8, Planet Coaster. Nummer 7, Assassin's Creed 4, Black Flag. Man könnte jetzt auch hier verschiedene Assassin's Creed Teile nennen. Ich persönlich muss aber sagen, dass mir der vierte Teil oder beziehungsweise Black Flag am meisten gefällt und allgemein, egal welchen Assassin's Creed Teil wir aus der heutigen oder heutigeren Zeit nehmen, wir können so unglaublich viele Sachen dort drin machen und es dauert so unglaublich lange, bis wir da wirklich mal durch sind oder vielleicht sogar auf 100%. Da werdet ihr eh nicht fertig, da ist die Quarantäne schon längst rum. Da habt ihr das noch nicht auf 100%. Nummer 6, Skyrim. Ja, auch wenn Skyrim schon ein bisschen älter ist, muss ich doch sagen, immer noch ein geiles Game. Wir können immer noch zahlreiche Missionen machen, es dauert immer noch ewig lang, bis wir da durch sind. Und dank der großen Mod-Community, zum Beispiel auf Steam, können wir unglaublich viele Mods installieren und rumexperimentieren. Deswegen auf Nummer 6, Skyrim. Ja, und was wäre besser für eine solche Liste geeignet, wie ein Spiel, was quasi unendlich ist, so wie Minecraft. Ja, auf Platz 5 Minecraft oder Nummer 5 Minecraft. Muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Man kann so unglaublich viele Sachen machen. Entweder wir bauen im Kreativmodus ewig lang an irgendwelchen Bauten. Wir spielen einfach den Survival-Modus. Wir spielen mit Freunden. Wir spielen online, Multiplayer, keine Ahnung, auf Servern. Da sind quasi keine Grenzen gesetzt. Deswegen auf Nummer 5 Minecraft. Tja, und wenn wir selber nicht rausgehen können, dann spielen wir doch einfach die Sims. EA Games. Challenge. Denn die können rausgehen. Und wenn wir auch noch die Sims haben mit ziemlich vielen Erweiterungen, können wir da auch ziemlich lange Spaß dran haben, ziemlich lange spielen. Ich weiß noch damals, als ich in Sims 2 eine Familie hatte, mit der ich wirklich fast Wochen oder fast Monate lang gespielt habe, bis dann wirklich die Älteren schon gestorben sind und ich dann quasi von Generation zu Generation gespielt habe. Einfach nur geil. Nummer 3, The Witcher 3. Meiner Meinung nach ein Spiel, was man auch unglaublich lange spielen kann und unglaublich viel Zeit rein investieren kann. Deswegen auf Platz 3 oder Nummer 3, The Witcher 3. Und auch wenn in eurer Stadt gerade Quarantäne herrscht, dann bauen wir doch einfach eine Stadt, in der keine Quarantäne herrscht. Nummer 2, City Skylines. Meiner Meinung nach ist City Skylines das beste Aufbauspiel oder Städtebauspiel, was es momentan überhaupt gibt und sucht meiner Meinung nach immer noch seinesgleichen. Deswegen auf Nummer 2, City Skylines. Nummer 1, The Elder Scrolls Online. Jetzt werden bestimmt einige von euch fragen, what? Für mich ist The Elder Scrolls Online das beste MMORPG, was ich bisher je gespielt habe und mir macht es immer noch unglaublich viel Spaß. Und allein was man da in Zeit investieren kann in The Elder Scrolls Online, ist einfach nur unglaublich. Deswegen meine Nummer 1, die Elder Scrolls Online. Wie gesagt, das ist jetzt kein direktes Ranking von mir, also ich kann jetzt nicht sagen, ob ich die Elder Scrolls Online wirklich auf Platz 1 nehmen würde als bestes Spiel von diesen ganzen 10 Spielen, die ich jetzt aufgezählt habe. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was eure Spiele sind, die ihr in so einer Situation oder gerade wenn ihr viel Zeit habt, viel Zeit investieren könnt, welches Spiel ihr da spielen würdet. Schreibt es mir doch einfach mal unten rein.